Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vlog hier direkt aus dem Herzen Berlins. Das Schöne auf Roadtrips ist, man hat keinerlei Zeitdruck. Ihr kennt das vielleicht, wenn man mit dem Auto in Deutschland auch über die Autobahn fährt oder über die Landstraße und die ganze Zeit aufs Navi guckt. 20.20 Uhr Ankunft. Da denkt man sich, vielleicht wenn man ein bisschen Gas gibt, vielleicht schafft man dann um 20.18 Uhr da zu sein und man konzentriert sich die ganze Zeit nur darauf, den letzten Rekord zu brechen und irgendwie möglichst bald anzukommen. Auf einem Roadtrip ist es anders. Da ist der Weg das Ziel. Das fühlt sich komplett anders an. Man sitzt im Auto, man ist sich selbst überlassen, man guckt nicht auf die Uhr, man guckt auch nicht auf die Ankunftszeit. Man fährt einfach und hält an, wenn man Lust hat anzuhalten, man ist nicht gehetzt und es ist so ein unglaubliches Gefühl von Stressfreiheit. Auf einem Roadtrip sieht man, wie sich die Umgebung wandelt. Als ich klein war mit meinen Eltern, sind wir immer unglaublich viel Auto gefahren und in den Urlaub gefahren. Heutzutage macht das kaum noch jemand. Man fliegt von A nach B, man steigt bei 10 Grad ein, steigt bei 30 Grad aus, aber sieht überhaupt nicht, wie dazwischen sich die Landschaft ändert. Vorher hat man irgendwie die Kiefern bei uns und am Ankunftsort hat man dann die Palmen. Und beim Roadtrip fährt man durch die Landschaften und sieht, wie sich Stück für Stück die Landschaft entwickelt und man den kulturellen Einfluss sieht, die Gebäude in der Umgebung anders werden und man hat so ein Gefühl von, die ganze Welt ist ein Ort und eigentlich sind sich alle gar nicht so fremd, weil man einfach nur weiterfahren muss, um neue Dinge zu erleben und neue Landschaften zu sehen. Auf so einem Roadtrip fährt man Straßen, die sonst kaum von Durchgangsverkehr gestresst sind. Und dadurch hat man ein unglaublich entspanntes Fahren, hat die ganze Landschaft für sich, hat die ganze Straße für sich, sieht einfach vor sich den Horizont, gibt ein bisschen Gas und kann einfach nur die Landschaft in sich aufsaugen, ohne dass man ständig gucken muss, vor einem bremst jemand und man muss auch bremsen oder sowas. Eigentlich so ein ursprüngliches Fahren, wie man es in der Stadt oder wenn man von A nach B fährt, heutzutage kaum noch hat. Nur auf solchen Roadtrips kann man ein Auto voll und ganz erleben. Man hat weder in der Stadt noch auf der Autobahn die Möglichkeit, das Auto, also gerade so Sportwagen, wie wir sie fahren, so richtig auszufahren und so richtig zu erleben, was mit denen möglich ist. Und erst auf solchen Roadtrips, wo man dann kurvige Straßen hat, die nicht einfach nur wie eine Schneise geradeaus durch die Landschaft gehen, dann hat man halt, ohne dass man zu schnell fahren muss oder sowas, halt die Möglichkeit, Gas zu geben, zu bremsen, zu lenken und ein bisschen das Auto kennenzulernen. Letztes Jahr in den Pyrenäen habe ich so eine Verbundenheit zum GTR bekommen, weil ich mit der Zeit gelernt habe, wie das Auto reagiert und es immer ein bisschen weiter treiben konnte und hinterher dieses Gefühl hatte, ich bin eins mit dem GTR, ich weiß ganz genau, in welcher Situation er was macht. Dieses Gefühl von unterwegs zu Hause zu sein, im Auto zu Hause zu sein, im Zelt zu Hause zu sein, einfach immer sich ändernde Umgebung und nicht 7 Tage dasselbe Hotel und derselbe Pool, das ist so ein besonderer Reiz. Und gerade wenn man viel Zeit im Auto verbringt, entwickelt sich das Auto mit der Zeit zu einer Art eigenem Haus. Man entwickelt so Routinen, welche Sachen man wo verstaut und wie man am besten drankommt. Man hat dann irgendwann im Auto innen und außen den ganzen Staub und den Dreck von der Strecke und merkt irgendwie, je mehr man erlebt hat, desto schmutziger durch die Umgebung wird das Auto. Und es ist halt irgendwie so ein Gefühl von, man ist im Auto zu Hause und selbst irgendwie spätabends, selbst wenn man nicht so ein Riesenauto-Fan ist, spätabends möchte man dann nicht mehr aus dem Auto aussteigen, weil man halt sieht, die Sonne geht unter und vor allem die Straße und die ist endlos, die geht immer weiter und man möchte eigentlich nicht aufhören. Das ist so ein tolles Gefühl. Hattet wie immer Spaß. Sollte euch das Video gefallen haben, vergesst nicht uns zu abonnieren, dann bekommt ihr monatlich mindestens ein Fahrzeug-Review. Dazu, wenn wir uns auf die Roadtrips machen, natürlich die Videos von den Roadtrips und dazwischen die ganze Zeit solche Vlogs wie dieses, wo wir noch weitere Themen erörtern werden, die irgendwie mit Roadtrips zu tun haben. Also unbedingt abonnieren und gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.